von Afghanistan, wie rasch hier die Taliban vorgegangen ist in Afghanistan. Provinz um Provinz ist gefallen. Und nun sind sie eben auch nach Kabul vormarschiert und haben Kabul eingenommen. Man sieht hier Militär der Taliban, die hier feiern. Man sieht, dass sich viele Afghane eben auch ergeben. Man befürchtet, es könnte Schlimmes hier folgen. Auch es wird befürchtet, dass Al-Qaida-Terroristen zurückkehren nach Afghanistan. Auch die UNO ist beunruhigt. Die Bedingungen für Afghanis zu fliehen sind teilweise katastrophal. Die Kollegen von CNN beschreiben nun die Situation vor Ort. Die Taliban sind immer weiter vorgedrungen, haben das Land Stück für Stück eingenommen, das in nur wenigen Tagen. Wer fliehen konnte, ist geflohen. Die Taliban haben bereits auch ihre Flaggen gehisst. Das sind eben diese weißen Flaggen, die man überall hier im Ort sieht, in den Städten. Man dachte, dass in 30 bis 90 Tagen Kabul eingenommen wird. Hier lag man allerdings falsch. Nur binnen weniger Tagen ist eben Kabul hier gefallen. Soweit unser Partnersender CNN. They believe that they can win this militarily.